kurze Drehpause beim großen Werbespot-Dreh für Geico mit Carsten Lichtlein. Und es ist zum ersten Mal seit einer Viertelstunde wieder Licht an, weil Lichtlein da ist, sozusagen. Es war doch wirklich gespenstisch, die Situation eben. Gibt eigentlich nichts Besseres, um das Thema Einbruch zu belichten, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich durfte mich ja selber schon mal an dem Fenster ausprobieren und ich muss sagen, das ist einbruchsicher. Und wenn wir so einen Teil im Tor hätten in Gummersbach, dann bräuchten sie mich nicht mehr. Das ist doch schön, dass hier auch ein bisschen was geboten wird für die Protagonisten. Du durftest auf das einbruchsichere Fenster drauf einschlagen. Wie lange hast du gebraucht, bis es richtig gesplittert hat? Ja, also es splittert ja nur und ist kein Loch drin. Und deswegen, ein paar Mal braucht man schon, ich glaube 10 Schläge waren es, bis man da ein bisschen was gemerkt hat. Und ja, wie gesagt, so ein Teil, da fühlt man sich schon im Haus dann sicher, muss man sagen. Wo man sich noch sicherer fühlen würde, auch als Torwart, wäre, wenn man hier so ein schönes Fenster wie hier hinter uns im Tor hat. Tolle Manipulation, man sieht erst auf den zweiten Blick, dass es ein Fenster ist, was dahinter ist. Wie oft hast du dir gewünscht, dass du mal so ein Fenster hinter dir hast im Tor? Ja, also diese Saison diverse Male. Die Null würde stehen, das ist mal definitiv und ja, vielleicht könnten wir das mal der HBL vorschlagen. Absolut, zumindest mal so für 2 Minuten, dass so ein Fenster runterklappt, anstatt 2 Minuten Strafen, dass wir irgendwie hier so ein schickes Fenster haben, was da runter geht. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Einbrüche ein bisschen wieder zugenommen haben. So ein Fenster ist was Feines, so das Thema Sicherheit, ist das für dich überhaupt auch was? Ich meine, du bist ein Mann, man sieht es hier nur im Sitzen, der extrem groß, extrem breit ist. Setzt du dich mit dem Thema Sicherheit auseinander? Ja, muss ich auch, muss ich sagen, weil ich wohne nicht in Gummersbach direkt, ich wohne ein bisschen außerhalb und ja, da ist es dann, wenn es dunkel wird, schon ein mulmiges Gefühl und deswegen macht man sich schon über Sicherheit Gedanken und ja, wenn man dann solche Fenster oder Türen dann im Haus hat und dann kann man sich sicher fühlen. Dann passiert nichts. Das auch für einen Mann, der 2 Meter und 2 groß ist. Es ist ja auch nicht so, dass man gar nichts im Haus drin hat. Du hast ja auch ein paar Errungenschaften auch aus deiner Karriere, die da sind. Ne? Ein Europameistertitel, ein paar Auszeichnungen da drin, die will man ja auch geschützt wissen. Ja, auf jeden Fall. Und die sind auch sicher verwahrt und sollen sie auch bleiben. Und ja. Mit Geico-Fenster läuft die Sache auf jeden Fall. Jetzt geht's gleich erstmal weiter. Auf was ist die Vorfreude hier heute am größten gelenkt? Jetzt werden dann Fotos noch gemacht und mit dem Fenster. Eigentlich soll es wirklich mal jeder ausprobieren, so ein Fenster zu knacken, weil da hat man Spaß und da hat man auch ein bisschen Zeitvertreib, weil da ist man auch ein bisschen dran, um sich da zu verewigen, sag ich mal, in dem Fenster. Und deswegen sollte jeder mal so ein bisschen sich dran auslassen, weil da kann man schon ein bisschen Krafttraining machen. Ja. Es geht jetzt weiter an die Königsdisziplin Fenster einschlagen oder auch Fenster beschützen. Für Carsten Lichtlein, vielen Dank, bis dahin. Schönen Abend noch wünsche ich und gute Nacht. Gute Nacht mit Geico Fenstern.